Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online auf KD Gaming. Ja, ich nehme jetzt gerade noch vor dem Mittwochs-Update auf, wo ja sehr, sehr wahrscheinlich die ganzen Halloween-Quests reinkommen. Die werde ich auf diesem Account auch machen. Das heißt, die werdet ihr dann auch zu sehen bekommen. Allerdings das, was ich jetzt im Voraus schon aufgenommen habe, beziehungsweise noch aufnehmen werde, das werdet ihr einfach vorher noch sehen. Deswegen werden die Halloween-Quests, denke ich, dann nächste Woche beginnen. In den Folgen hier. So, jetzt muss ich die Quest bei James annehmen, ne? Dass wir dann ins Shopping Center können. Wow. So. Sehr gut, Tiffany. Nun hast du ein Busticket und gültig ist es auch. Glaub mir, diese Busfahrer sehen aus 100 Meter Entfernung, ob ein Ticket gültig ist oder nicht. Beeil dich nun, dass du ins Shopping Center kommst. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Bus fährt auf der anderen Seite der Brücke in Fort Pinter ab. Geh einfach dorthin und warte, bis ein Bus kommt. Zeige dem Fahrer dein Ticket und schon bist du in 0, nichts in Jorvik City. Aber bleib nicht zu lange dort. Denk an all die Kunden, die ich in der Zwischenzeit nicht übers Ohr hauen, glücklich machen kann, wenn ich keine Kleider zum Verkaufen habe. Mach's gut. Ja, der kleine James. Ja, wie gesagt, auch diese Videosequenz, die gab es damals schon, als das Shopping Center reinkam. Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber ich meine wirklich, das wären die ersten Videosequenzen gewesen in Quests. Also ich kann mich auch täuschen. I don't know, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das waren die ersten Quests. Hoppala. Ja, zu früh gelenkt, ne? Ich kann übrigens gerade mal noch kurz Futter kaufen. Ihr seht, ich habe heute schon, habe Melody heute schon gepflegt. Hatte allerdings noch kein Futter wieder. Warte mal. Wie teuer ist es? 500. Naja. Im Endeffekt kommen wir exakt auf selbe raus. Da ich jetzt gerade im Shopping Center eh noch nichts kaufen möchte, können wir auch direkt 10 von diesen Ballen kaufen, weil die brauche ich ja sowieso jeden Tag, ne? Von daher ist es wurscht. Ich hätte es nur schön gefunden, wenn man da vielleicht 400 zahlen müsste und ein bisschen, ja, Mengenrabatt bekommen könnte. Das wäre ziemlich nice gewesen. Ja, man muss mittlerweile nicht mehr warten, bis der Bus kommt. Das ist ja vor ein paar Wochen rausgenommen worden. Früher stand da ja so eine Minutenanzeige drauf. Für diejenigen, die damals noch nicht gespielt haben, jetzt kann man einfach das Schild anklicken, wenn man das Busticket hat, und direkt losfahren. Das ist natürlich ein bisschen weniger realistisch, aber deutlich weniger nervig. Weil es war schon wirklich sehr, sehr blöd, wenn man immer so lange warten musste. So, der Hausmeister. Du da. Ja, genau du. Siehst du nicht, dass ich gerade den Boden gewischt habe, genau dort, wo du jetzt gehst? Also diese Jugend heutzutage. Pah, kein Respekt mehr. Na, was willst du hier? Du sollst Waren für James aus Fort Pinter abholen, sagst du. Ha, du bist nicht die Erste, die er schickt, sollst du wissen. Bloß weil er zu geizig für ein Busticket ist, schickt er alle 5 Minuten Leute hierher. Und wer erbarmt sich all dieser Schäfchen, die hierher kommen? Richtig, das bin ich. Aber nun reicht es. Ich kann dir nicht auch noch helfen. Du musst schon selbst sehen, wie du zurechtkommst. Na gut, weil du mich so lieb bittest. Aber zuerst musst du mir mit etwas helfen. Du hilfst mir gerne, sagst du? Gut, gut. Dann bist du nicht ganz so faul wie die anderen, die James sonst hierher schickt. Also, wie du sehen kannst, ist der Boden hier spiegelglatt. Das habe ich nicht schlecht gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Leider gehen die Leute einfach hier mitten durch, gerade wie es ihnen passt. Aber dem werden wir einen Riegel vorschieben. Sie benehmen sich, als ob ihnen dieses Einkaufszentrum hier gehören würde. Kein Respekt vor meinem Handwerk. Pah. Stell diese Warnschilder dort auf, wo ich gerade gewischt habe, damit der Boden nicht sich zumindest kurzfristig von all dem Schmutz hier erholen kann. Also, hopp. Stell die Schilder auf und komm nicht zurück, bevor du nicht fertig bist. Okay. Habe ich die jetzt? Ich wollte gerade sagen, die habe ich jetzt bestimmt im Inventar. So, dahin. Die anderen muss ich oben aufstellen. Okay. Ja, wo auch, guck mal, da ist ein Smiley auf der... Da, ein Smiley auf der Rolltreppe. Ja, das ist mir noch nie aufgefallen. So, nein, nicht direkt wieder runter, nein. No.
Ich wollte nicht mitten durch die durchrennen, wollte einen engen Kreis gehen und ja. Kann man ja mal machen, ne? So, also wenn man irgendwie so langsam geht und man engere Wendungen gehen kann, hier engere Kurven, dann kann das schon ganz schön nervig sein. Mir fällt gerade auf, apropos nervig, so, ich musste kurz mein Tonaufnahmeprogramm wieder aufmachen. Ja, manchmal fliege ich schon mal auf den Desktop, wenn ich SSO spiele, und dann minimiert sich alles. Und dann sehe ich auch in meinem Tonaufnahmeprogramm natürlich nicht mehr, wie lange ich schon aufnehme. Das ist dann immer ein bisschen doof. So. Jetzt aber runter. Jetzt dürfen wir wieder. Jetzt müssen wir ja wieder zum Hausmeister zurück. Heieieiei. Ja, gar nicht dumm. Es gibt vielleicht doch noch etwas Gutes in dir. Er hat mich eben schon gelobt. Ach so, du hast wohl geglaubt, dass du schon fertig bist? Pah. Genau wie ich es mir gedacht habe. Du bist genauso ein Faulpelz wie all die anderen Schäfchen, die in mein Einkaufszentrum gekommen sind. Du bist kein Faulpelz, sagst du? Okay, dann sollst du eine Chance bekommen, zu beweisen, dass du nicht so ein verwöhnter Bengel bist, wie all die anderen, die hierher kommen. Die führen sich auf, als ob ihnen das alles hier gehören würde. Ja, das hatten wir schon. Und unhöflich sind sie, aber wenn ich das meinem Chef erzähle, höre ich nur, dass man immer nett zu den Kunden sein soll. Pah, also wenn es nach mir ginge, dann würde kein einziger Kunde dieses Einkaufszentrum hier betreten, dann würde hier Ordnung herrschen. Aber bis es soweit ist, muss sich ja jemand um den ganzen Müll hier kümmern, den die Leute einfach so wegschmeißen. Und heute bin das nicht ich. Also los, heb den ganzen Müll auf, dann helfe ich dir nachher vielleicht. Los! Heieieiei. So. Da hätten wir das. Ist da drin auch noch was? In den Läden ist nichts, ne? Nee, der Rest scheint oben zu sein. Oh, ich hasse das, diese Rolltreppe hochzufahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der allergrößte Fan der Quests hier im Shopping Center. Ich persönlich mag den Hausmeister auch nicht so mega gern. Der ist... Ah, süß. Der ist nicht ganz so nett. Was haben wir da eigentlich? Was sind da eigentlich für Bücher? Oder für Kisten? Ob das Hinweise sind auf irgendwas, was auch noch künftig kommen könnte, inhaltstechnisch an Gebieten? Wird sich zeigen. Ich bin ja auch mega gespannt. Ah nee, das sage ich jetzt noch nicht. Es geht ja nur um einen Shop und nicht um die Story an sich, aber... Gut, du hast ordentliche Arbeit geleistet. Okay, du scheinst aus besserem Holz geschnitzt zu sein als die anderen Drückeberger, die hier herumspazieren. Ich werde dir helfen. Yay. Zwei Sachen hier. Ja, du, ich kenne James-Methoden schon. Das letzte Mal, als er hier war, hat er versucht, mir eine Wohnung in einem der Türme in Fort Pinter aufzuschwatzen. Die Wohnungen waren noch nicht mal gebaut. Es gab nicht einmal eine Baugenehmigung dafür. Und er hat trotzdem versucht, mir so viel Geld aus der Tasche zu ziehen, dass ich dafür ganz Vailel hätte kaufen können. Pah. Ich habe ihm sehr deutlich zu verstehen gegeben, was ich von ihm halte. Ich habe einen Menschen noch nie so schnell laufen gesehen. Er muss dann den ganzen Weg nach Fort Pinter schneller sein als ein durchgegangenes Pferd gelaufen sein. Schneller als ein durchgegangenes Pferd gelaufen sein, so. Seitdem hat er sich nie mehr hierher gewagt. Ich nehme an, deshalb hat dieser Wicht dich hierher geschickt. Naja, die Kleider bestellt James immer bei Gordon im Kleidergeschäft da hinten. Sprich mit Gordon, er ist ein feiner Kerl und kann dir sicher helfen. Komm mit der Kleiderlieferung danach zu mir zurück. Das macht ja keinen Sinn, wenn du alles mit dir herumschleppen musst. Ich passe so lange darauf auf, bis du wieder zu James zurückfährst. So hat James dich also geschickt, um die Pferdeausrüstung zu holen? Die muss er dann bei Alex bestellt haben. Ihr gehört der Pferdeausrüstungsshop hier im Shopping Center.
Geh und sprich mit ihr. Und komm zurück, wenn du die Lieferung bekommen hast. Dann gebe ich in der Zwischenzeit darauf Acht, bis du wieder zu James zurückfährst. Das hat doch keinen Witz, wenn du die ganzen schweren Sättel tragen musst, wenn du dich hier umsiehst. Zumal es ein Sattel ja schon sehr, sehr schwer ist, ne? Je nachdem, wie der gearbeitet ist. Hallo, willkommen im Kleidergeschäft, dem größten Kleidergeschäft auf ganz Jorvik. Wenn du eines unserer tollen Kleidungsstücke ausprobieren möchtest, dann geh einfach in die Umkleidekabine dort hinten und sieh dir unser wunderbares Sortiment an. Die Kleiderlieferung für James? Ach so, ich dachte, du willst etwas kaufen. Naja. Nun wollen wir mal sehen. Ja, genau. James' Bestellung habe ich im Lager. Warte, dann gehe ich los und hole sie. Ja, genau. Die Türe zum Lager schließe ich ja jeden Tag ab. Ich habe den Schlüssel immer in meinem Rucksack. Diesen Kleinkram verliert man so schnell und so weiß ich immer, wo er ist. Warte, dann hole ich ihn. Wo habe ich meinen Rucksack? Ich muss ihn irgendwo vergessen haben. Oh nein, so komme ich nicht ins Lager. Kannst du mir helfen? Der Rucksack muss hier irgendwo im Shopping Center sein. Bitte, kannst du nicht nachsehen, ob du ihn findest? Müssen wir ja sowieso. Wir gehen aber erstmal noch zu Alex. Ich meine noch im Kopf zu haben, wo der gewesen ist. Ich glaube, der stand irgendwo ganz oben. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Herzlich willkommen in Jorviks größtem Pferdeausrüstungsshop. Wie kann ich dir helfen? Die Ausrüstung für James? Aha, du bist hier, um seine Bestellung zu holen? Schade. Ich dachte, ich tue James einen Gefallen, also habe ich seine Bestellung schon verschickt. Das war gerade vor 5 Minuten. Da hast du wirklich Glück gehabt. Warum freust du dich nicht? Da sparst du dir die Schlepperei. Du bist ganz schön komisch. Warum willst du dich so plagen, wenn du dir das sparen kannst? Du hast versprochen, die Lieferung abzuholen, sagst du? Oh, okay. Wenn du dich beeilst, dann erwischst du JB vielleicht noch, bevor er vom Shopping Center wegfährt. Wer JB ist? Das ist der Chauffeur, der die Lieferung nach Silverglade fährt. Er bleibt immer noch auf eine Tasse Kaffee, bevor er sich wieder mit seinem Lieferwagen auf den Weg macht. Geh gleich ins Café hier im Shopping Center, dann erwischst du ihn vielleicht noch. Tschüss und bis bald. Huch, wo war denn mein Mauszeiger hin? Mysteriös. Ja, dann gehen wir noch zu JB, hätte ich gesagt. Der genauso aussieht wie diese Vermessungsmitarbeiter der GD. Stopp! Warte hier, ein paar Schritte zurück. Lass JB in Ruhe seinen Kaffee trinken, bevor er sein Leben wieder auf den Straßen von Jorvik aufs Spiel setzt. Psst. Das hier ist kein Kaffee. Das hier ist Tee. Alle beruhigen sich, JB ist hier, alles ist in Ordnung. Weißt du, was der alte JB zu sagen pflegt, wenn sowas hier passiert? Wie? Du weißt nicht, wer JB ist? Das bin doch ich. Wie heißt du? Tiffany. Naja, das spielt ja auch keine Rolle. Ich habe einen Auftrag für dich. Hol mir Kaffee mit Milch. Vergiss bloß die Milch nicht. Das mussten wir, glaube ich, hier bei ihr machen. Bei der Clementine. Die hat auch noch eine Quest. Hallo, könntest du mir bei etwas helfen? Ich würde nicht fragen, wenn es nicht dringend wäre. Die Kunden, die etwas im Café bestellen, sitzen leider nicht nur brav an ihren Tischen. Stattdessen spazieren sie mit meinen Tassen und Untertellern durch das Shopping Center und lassen alles überall stehen. Daher habe ich also fast kein Geschirr mehr und weil ich hier alles alleine manage, kann ich auch nicht so einfach das Café im Stich lassen und alles wieder zusammensuchen. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du dann für mich im Shopping Center das fehlende Geschirr einsammeln? Vielen Dank, das ist wirklich nett, sehr nett von dir. Wenn du fertig bist, bekommst du von mir eine schöne Tasse Kaffee mit Milch. Oha, und wir haben jetzt die ganze Map voll mit orangen Punkten. Wollen wir uns nicht mal setzen? Ja, ne? Können wir uns mal setzen. Oh Gott, wie ich da hänge. Das sieht vielleicht aus. Ja, ihr Lieben, ich würde mich für heute nämlich erstmal von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann noch nicht mit Halloween los. Da machen wir hier erst nochmal im Shopping Center weiter, da ich die jetzt auch noch aufnehmen werde. Aber lassen wir uns überraschen, wann ich dazu komme. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal übermorgen mit dabei sein würdet. Bis dahin. Tschüss.